Im September 2015 begannen die Bauarbeiten für den Knotenpunkt an der Soesten- und Frieseuter Straße. Nun steht die Freigabe des Kreisverkehrs unmittelbar bevor. Der Asphalt wird gerade noch aufgetragen, es fehlen nur noch die Fahrbahnmarkierungen. Wenn wir diese in den nächsten Tagen auftragen können, ist der Kreisverkehr zum Wochenende freigegeben, erläutert Bürgermeister Wolfgang Wiese. Einzig Dauerregen könnte diesen Plan noch durcheinander bringen. Die Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro wurden laut Wiese weitgehend eingehalten. Auch die Bauzeit von nun insgesamt 10 Monaten sei im Rahmen geblieben. Die beiden Straßen, die mit über 10.000 Fahrzeugen pro Tag zu den meist belasteten Gemeindestraßen in Kloppenburg zählen, waren in der Vergangenheit meist durch Rückstau und Verkehrschaos negativ bei den Autofahrern aufgefallen. Der Verkehr soll nun flüssig rollen.